Hilfe! Mari! Ja, Leute! Was ist Hallo, 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 herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Man. Heute wieder ein Survival Selbstversuch. Heute zeige ich euch, wie man aus Salzwasser Süßwasser macht. Wird die nicht aus? Ich bin am Arsch! Ja, auf geht's! Wir haben uns rumgezogen. Für mich ein bisschen frisch mittlerweile. Wir wollen ja heute testen, ob man aus Süßwasser, wie andersrum, aus Salzwasser Süßwasser machen kann. Genau. Was man dazu braucht, ist ganz einfach. Ein typischer Gummi. Eine Rettungsdecke. Ein Stahlhelm. Eine Konservendose oder ein Gefäß. Und wir wollen einen Stein. Einen kleinen Stein, der oben ans Gewicht draufkommt. Salzwasser brauchen wir natürlich auch noch. Und den Salzwasser soll jetzt hier rein. Und dann müssen wir jetzt da runter. Müll nehmen wir natürlich wieder mit. Wir haben schon mal was vorbereitet. Feuer brennt schon. Wenn ihr da ein Feuer macht, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das halt nicht zu hoch macht, weil sonst brennt euch der Gummi, wo ihr die Rettungsfolie, festmacht, durchbrennt. Ich baue jetzt mal zusammen. Ich habe es vorher auch noch nicht gemacht. Das ist das erste Mal. Also auf geht's. Kill it 1, die Becher. Weil der Becher ja normalerweise einfach jetzt nach oben schwimmen würde, der bleibt ja nicht so. Siehst du, er schwimmt da oben drauf. Haben wir gar nichts gewonnen. Beschweren wir ihn mit einem Stein. Karabiner genommen, den habe ich noch dabei gehabt. Der ist aus Stahl, der hat ein ordentliches Gewicht. Plus den Stein steht. Schritt 2, die Rettungsfolie oben drüber. Jetzt grob abmessen. Haben wir. Jetzt kommt die Stelle, wo der Bulle das Wasser lässt. Hält es unter dem Gummi. Achso, muss man natürlich noch zeigen. Hier drunter ist dieser Gummi. Hosengummi, Einweggummi, Paracord. Völlig egal, was ihr dabei habt. Hauptsache, es hält das hier da drauf. Wir beschweren jetzt die Mitte mit einem Stein. Der Witz dabei ist, dass innen drin das Wasser oben kondensiert an der Folie, also oben an der Quick kondensiert und dann reintropft in die Mitte des Bechers. Gucken, dass er nicht umkippt und dass er gerade steht, ne? Dass es halt genau reintropft. Damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Ab jetzt soll die Hitze darin dafür sorgen, dass wir halt gleich Süßwasser haben. Schätzungsweise, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Das heißt also, ich würde jetzt hier eine gute Viertelstunde, 20 Minuten warten. Schauen wir mal. Minuten sind oben, um genau zu sein, 24 Minuten. Wir nehmen jetzt raus. Wir haben definitiv unten richtig klares Wasser. Das ist Kondensat. Nicht viel. Und rein theoretisch müsste das hier unser Trinkwasser sein. Wenn es geklappt hat, ist es süß, beziehungsweise nicht salzig. Aber von der Konstruktion her würde ich sagen, hat es auf jeden Fall schon mal funktioniert. Halt ihn. Ja, mineralisch schmeckt es, genau. Aber nicht nach Salz. Nee, Salz ist weg. Was? Was? Es funktioniert! Fritz, es hat funktioniert! Wir haben aus Salzwasser Süßwasser gemacht! Ja, dabei wäre Selbstversuch geglückt. Definitiv funktioniert. Geil. Damit möchte ich mich auch gleich wieder verabschieden. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal ein paar Kommentare da. Mich interessiert immer, was hättet ihr anders gemacht? Was hättet ihr besser gemacht? Oder was hättet ihr nicht gemacht? Damit verabscheuen wir uns. Der Martin sagt, nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb. Lasst mal ein bisschen Feedback da. Das war geil. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschu. Bist du so weit weg? Ah! Und los! Jetzt ist es da! Ja? Ja? Ist der frei zu sehen? Ich kotze mir gleich die Seele aus dem Leib, ey. Mach dich sauber! Wollte immer mal da Fitze spielen! War eine Erfahrung wert. Man muss ja, wie ich immer so schön sage, auch gerne mal seine Komfortzone verlassen. Fuck!